Nominiert in der Kategorie Beste Band. Deichkind. Wer sagt denn? Wer sagt denn? Wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Wer sagt denn? Wer sagt denn? Wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Wer sagt denn? Wer sagt denn? Wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Milky Chance. Die Toten Hosen. Annemai Kantereit. Und dann denk ich, dass es vielleicht die beste Band. Bitte schön. Wer bekommt die letzte Krone des Abends? Das hier ist wirklich die Kategorie, wo aus Freunden Feinde werden. Annemai Kantereit und Milky Chance, die waren schon zusammen campen. Jetzt gehen sie gegeneinander ins Rennen. Genauso Seed und Deichkind, Bros for Life. Bis jetzt, wer gewinnt die 1Live-Krone? Wer ist die beste Band? Es entscheidet sich zwischen Seed und Annemai Kantereit. Seed gerade wieder auf großer Tour gewesen. Annemai Kantereit machen noch Pause bis Februar, aber dann wieder auf Tour. Und wer kriegt die Krone? Annemai Kantereit! Das ist ehrliche, große Freude. Die Band aus Köln hat neulich noch gesagt, sie sind schon zum 167. Mal für die Krone nominiert, haben nie gewonnen. Jetzt bekommen sie ihre erste 1Live-Krone. Ihr bisheriger Krone-Highlight-Moment war die Aftershow-Party letztes Jahr. Da haben sie Release gefeiert von ihrem neuen Album und sie meinen, das war krass. Um Mitternacht, als das Album rausgekommen ist, sind alle Bands zu ihnen gekommen, haben gratuliert. Ja, und ähnliche Momente wird es heute Abend geben, nur aus einem anderen Grund. Und vielleicht wird das dann ja heute Abend der beste Krone-Moment für Annemai Kantereit. Dankeschön. Lalo Beautyb, ja, ich möchte mich auch bei allen Menschen bedanken, die unsere Musik hören und nicht unsere Sprache sprechen. Und ich würde gerne sagen, wir gehen seit der 5. Klasse auf die gleiche Schule und wir hätten nie gedacht, dass wir hier mal auf so einer Veranstaltung stehen und einen Preis entgegennehmen. Und jetzt ist das schon der zweite heute. Ich weiß gar nicht, welches. Es ist einfach schön. Die beiden anderen sind im Urlaub, also auch viele Grüße von denen. Wir haben natürlich sehr viele Leute, bei denen wir uns bedanken wollen. Das könnte jetzt sehr langweilig und lange werden. Carlo Luis, Ruben Schenk, Andi, Till, unsere ganze Live-Crew, alle unsere Freunde, unsere gesamte Familie. Ich muss mich auch bei Juju bedanken, weil ich glaube, das war schon ziemlich cool einfach. Und natürlich möchten wir uns auch bei 1Live bedanken.